So, jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Verbrennung, den Verbrennungsmotor bzw. die Zukunft des Verbrennungsmotors ab 2035. Da sollen keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor in der EU zugelassen werden können. Ausnahme, sofern sie ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betankt werden, soll das auch nach 2035 möglich sein. Allerdings hatte im vergangenen Jahr gerade Deutschland wochenlang eine Einigung in der Europäischen Union dazu blockiert. Genau gesagt Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister, und die FDP, die unbedingt diese Ausnahme der E-Fuels durchsetzen wollten. Ende März 2023 gab es dann grundsätzlich grünes Licht, aber das Ganze muss noch umgesetzt werden. Jetzt gibt es einen Antrag der Unionsfraktion dazu, die genau Volker Wissing dazu verpflichten wollen, dass dieses Verbot des klimaneutralen Verbrennungsmotors eben entsprechend umgesetzt wird, wie er es versprochen hat. Die meisten Patente anmeldet Jahr für Jahr. Es geht um eine Branche, die exportstark ist. Jeder dritte von 4 Autos werden ins Ausland verkauft. Das zeigt, dass auch hier unsere PKWs noch international gefragt sind. Das alles ist derzeit massiv gefährdet, vor allem auch deshalb, weil diese Regierung nicht in die Gänge kommt, meine Damen und Herren. Aber es geht bei dem Thema unseres Antrags und der Debatte nicht nur um eine starke Wirtschaftskraft oder Arbeitsplätze oder eine bezahlbare Mobilität, sondern es geht auch um Glaubwürdigkeit und um eine Verlässlichkeit von Politik. Sie, Herr Minister Wissing, haben sich noch im März diesen Jahres hier im Bundestag feiern lassen als Retter des Verbrenners und als Kämpfer für die Technologieoffenheit. Heute, 9 Monate nach Ihren Versprechungen, ist davon allerdings in Brüssel nichts Konkretes zu sehen. Vor einigen Monaten haben Sie deshalb einen verzweifelten Brief nach Brüssel geschrieben, der meines Wissens noch gar nicht beantwortet ist. Das zeigt, dass wir auch in Brüssel kaum in der Frage ernst genommen werden. Anstatt Wirtschaftsverlässlichkeit zu geben, wird die Unsicherheit massiv nach oben gebracht. Das Ergebnis dieser Politik ist eine weitere schwächende Deindustrialisierung und ein Verlust von Jobs Tag für Tag. Während hier in Deutschland noch der Kurs gesucht wird zur richtigen Politik, werden im Ausland von deutschen Unternehmen Stück für Stück neue Betriebe, neue Werke aufgebaut. Und meine Damen und Herren, anstatt jetzt endlich mal aktiv zu werden, ist die Ampel handlungsunfähig. Das Einzige, was Sie bei Ihrem Autogipfel diese Woche anscheinend noch konkret vorlegen konnten, waren Vorschläge zu einer Erhöhung der Dienstwagenbesteuerung für die Verbrenner-PKWs. Nach dem Motto, läuft es beim anderen Bereich schlecht, dann machen die anderen auch noch schlecht und fahren ihn noch runter. Meine Damen und Herren, eine Neiddebatte wie diese ist die dümmste Antwort auf diese große Herausforderung. Auch wenn die Regierung immer noch an ihren hochgeschraubten E-Auto-Zielen festhält. Jeder, der einigermaßen rechnen kann, der weiß, dass die 15 Millionen E-PKWs bis 2030 nicht mehr zu erreichen sind. Anstatt einer einseitigen Politik gegen Technologie sollten wir jetzt etwas machen für alle Technologien und für einen breiten Ansatz mit Sinn und Verstand. Denn neben einer wachsenden Elektromobilität werden in den nächsten Jahren auch die Verbrenner noch eine ganz, ganz große Bedeutung haben. In Deutschland, in der Welt, überall dort, wo beispielsweise auch die Infrastruktur nicht so aufgebaut werden kann. Und auch in Deutschland, wo noch in 2030, auch wenn diese 15 Millionen Elektroautos kommen werden, werden immer noch 30 Millionen PKWs auf deutschen Straßen immer noch mit Diesel oder Benzin fahren müssen. Und diese Autos brauchen eine Antwort, meine Damen und Herren. Auch die brauchen eine Perspektive. Und da ist die Regierung bisher schwach aufgestellt. Die Grünen sind beim Thema relativ schnell mit Tempolimit oder Verbot von Fahrzeugen oder auch Fahrverbote, aber von FDP und SPD kommt hier leider immer sehr, sehr wenig. Eine rückwärtsgehende Verbotspolitik sollten wir nicht anpacken. Wir sollten jetzt schauen, dass wir E-Autos, innovative Kraftstoffe und auch grünen Wasserstoff Stück für Stück in den nächsten Jahren verbessern, ausbauen und damit auch zukunftsfähig machen. Die Anwendung regenerativer, innovativer Kraftstoffe heißt jetzt schnell voranbringen. Beispielsweise bei Biokraftstoffen machen Sie das Gegenteil. Sie versuchen jetzt Biokraftstoffe Stück für Stück runterzufahren und schaffen einen Ausstieg für einen Bereich, wo 20 Millionen Tonnen CO2 im Bereich Verkehr eingespart wird. Auch das ist etwas, was komplett in die falsche Richtung geht und zeigt, dass Sie keine Konzepte haben für die richtige Politik der Klimapolitik. Auch. Wir brauchen einen ganzen Ansatz. Wir brauchen eine Politik für eine bezahlbare Mobilität, für bessere Rahmenbedingungen, auch für eine starke Automobilwirtschaft in der Welt. Eine Politik, die den Ingenieursgeist auch im Mittelpunkt hat und auch ermöglicht. Und wir brauchen auch hier eine bessere auch Automobilwirtschaft.
auch eine Automobilpolitik, die auch wirklich innovationsfähig auch ist. Wir als CDU/CSU haben hier ganz konkrete Vorschläge eingebracht, die liegen auf dem Tisch mit unserem Antrag. Es ist ein Angebot an die Regierung. Nehmen Sie es an, stimmen Sie dem Antrag zu und machen Sie damit etwas Sinnvolles. Dankeschön. Thomas Bareis, der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, wird natürlich besonders interessant sein, weil der Bundesminister für Digitales und Verkehr ja direkt angesprochen ist, der hier auf der Regierungsbank sitzt, wie seine Fraktion, wie die FDP da auch reagieren wird. Liebe Union, ich möchte mich bedanken für diesen Antrag. Denn es ist tatsächlich so, in einer Koalition wie unserer ist es manchmal anstrengend und schwer, um gute Antworten für die Zukunft zu ringen. Wir verbinden in unserer Koalition viele Ansichten, wie sie in der Gesellschaft eben auch zu finden sind, und kommen immer wieder zusammen, um ringen um Zukunftsfragen und Antworten. Und das ist auch manchmal anstrengend. Aber dann komme ich am Freitag zu einer Debatte und lese Ihre müden Anträge, die sich seit 2 Jahren nicht verändert haben. Und das schöpfe ich wieder Kraft und weiß, es lohnt sich, in dieser Koalition weiterzukämpfen, denn jede Alternative ist wirklich nicht überzeugend. Also Sie sollten auch mal Ihre Anträge aktualisieren. Sie sind wirklich veraltet. Also ein Beispiel zum Beispiel. Das Kabinett hat die 10. BIMSCH-Verordnung jetzt auf den Weg gebracht. Also wir haben es auf den Weg gebracht. E-Fuels werden kommen und wir freuen uns darüber. Jeder Liter E-Fuel, jedes Liter, was unseren Markt erreicht, ist gut, denn wir brauchen das für die Dekarbonisierung. Ich will aber auch sagen, und so ehrlich sollten wir auch sein, dass die engen Grenzen für Investitionen, die uns auch dieses Verfassungsgerichtsurteil jetzt gesetzt hat, es auch schwer machen wird für uns, E-Fuels zu subventionieren oder den Hochlauf dieser Technologie mit öffentlichen Mitteln maßgeblich zu subventionieren. Und wenn man allen Forschungen dazu glauben mag, reden wir über Preise wie 10 Euro pro Liter. Also diese Ehrlichkeit sollten Sie dann auch bringen, dass ohne Subventionen dieser Hochlauf schwierig wird und die Möglichkeiten, diese Subvention auf den Weg zu bringen, sind eng. Wir sind ja schließlich nicht mehr in den 90er Jahren, wo man ohne Schuldenbremse den größten Schuldenhochlauf der Geschichte unter der Regierung Kohl machen konnte. Wir sind auch nicht in der Ära Merkel, wo man sinnvollerweise mit Konjunkturprogramm 1 und 2 Krisenbekämpfung mit Investitionen verbinden konnte. All das wird jetzt nicht mehr so einfach möglich sein. Und Ihre Vorschläge zur Priorisierung, also bei armen Menschen zu kürzen, die Rente zu kürzen, um Porsche-Fahrern ihre E-Fuels zu subventionieren, ja gut, das können wir dann auch diskutieren. Ich weiß nicht, ob das bei der Bevölkerung so gut ankommen wird. Sie haben vielleicht vernommen, dass es ja am Wochenende einen Automobilgipfel der Bundesregierung gab. Und Kernthema dieses Automobilgipfels war der Hochlauf der E-Mobilität, weil es nämlich auch das ist, was die Automobilbranche am meisten beschäftigt. Und da hat der Expertenbeirat für Klimaschutz der Mobilität, dem übrigens der ADAC angehört, der Verband der Automobilindustrie, der Verband der deutschen Industrie, das KIT, also alles durchaus Institutionen, die sehr wirtschaftsnah sind oder technologienah sind, Folgendes formuliert. Ich würde gern zitieren. Ein klares Bekenntnis der Politik zur Elektromobilität und unterstützende Rahmenbedingungen sind darüber hinaus entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Automobil- und Zulieferindustrie. Das Ziel der EU, ab 2035 nur noch emissionsfreie Pkw neu zuzulassen, spiegelt sich in der Produktionsstrategie der Hersteller. Sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Produktionsplanung werden bereits erhebliche Summen in elektrische Technologien investiert. Der Erfolg der Elektromobilität ist für Deutschland und die Volkswirtschaft entscheidend. Also ein Vorschlag, wie das Ziel von 15 Millionen voll elektrische Pkw erreicht werden kann, ist unter anderem eine CO2-Komponente bei der Dienstwagenbesteuerung. Das ist keine Neiddebatte, das ist ein Diskussionsbeitrag, den meine Kollegin und ich eingebracht haben darüber, wie können wir Investitionen in Technologie, in Infrastruktur so finanzieren, dass diejenigen, die bezahlen, die zum einen CO2 emittieren, die teure Dienstwagen fahren und die eben auch wirtschaftlich die Stärke haben, diese Investitionen zu tragen.
Auf ein paar Erfolge möchte ich noch hinweisen. Wir haben einen Hochlauf der Ladeinfrastruktur erlebt in den letzten Jahren, eine Verdopplung von auf 100.000 öffentliche Ladepunkte in 2 Jahren. Wir werden mit dem Deutschlandnetz 9.000 neue Schnellladepunkte schaffen und in Zukunft wird jede Tankstelle verpflichtet sein, eine Ladeinfrastruktur anzubieten, sodass dies auch sehr bald kein Hemmnis mehr sein wird für den richtigen Hochlauf der Elektromobilität und die Dekarbonisierung des Verkehrs. Vielen Dank. Isabel Kadematori für die SPD-Fraktion, verkehrspolitische Sprecherin. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Dirk Spaniel. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich auch über diese Debatte. Es ist immer wichtig, den Bundesverkehrsminister an seine öffentlichen Versprechen zu erinnern und an seine Darstellung, dass er der Retter des Verbrennungsmotors ist. Ich glaube aber, und da teile ich sicherlich auch Ihre Meinung, dass das nicht passieren wird. Dieser Verkehrsminister wird in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen als derjenige, der nicht nur dem Autofahrer das bezahlbare Auto, sondern auch der deutschen Autoindustrie die Existenzgrundlage genommen hat. Fangen wir mit der Autoindustrie doch mal an. Die deutsche Autoindustrie steht, man kann es nicht anders sagen, am Abgrund. Da führen auch Zitate wie Volkswagen, ein großer deutscher Konzern, sich dazu bekennt, dass er nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Die führen doch schon auch in der Zulieferindustrie, in der Bevölkerung zu Augenbrauen hochziehen. Aber es ist ja tatsächlich ein öffentliches Eingestehen des Versagens, dass Ihre Politik der Subvention von Elektromobilität offensichtlich bei den Herstellern nicht ankommt. Die Produktion von Fahrzeugen in Deutschland, ja, die ist zurückgegangen von 5 Millionen Fahrzeugen auf 3,5 Millionen Fahrzeuge in diesem Jahr. Das ist ein Versagen dieser Regierung. Sie haben es nicht geschafft, diese Transformation herbeizuführen. Es ist aber auch nicht nur ein Versagen dieser Regierung, es ist auch ein Schlag gegen die Autofahrer selber. Wir haben das Problem in diesem Land, dass die Leute keine Elektroautos kaufen, weil sie eben als Erstfahrzeug unpraktikabel sind und nicht nutzbar. Das heißt, Elektromobilität findet da statt, wo man 2 oder 3 Fahrzeuge im Fuhrpark hat oder eben im Kleinwagensegment als Drittfahrzeug. Das ist die Realität, das sagen Ihnen alle Experten. Es ist eine Unverschämtheit, sich dann hinzustellen mit einem Autogipfel, wie das hier passiert ist, und dann von der Autoindustrie zu fordern, dass man doch bitte jetzt Kleinwagen und billige Elektrofahrzeuge herstellen soll. Sind wir hier im Sozialismus? Nein, das sind wir nicht. Den haben wir überwunden, auch wenn Sie wieder dahin zurück wollen. Schlimm, dass Sie da mitmachen. Das ist wirklich schlimm. Was ist denn das Ergebnis, wenn wir in Deutschland billige Elektromobilität fördern? Was wird das denn bewirken? Es wird bewirken, dass wir genau wie bei der Solarindustrie chinesische und andere ausländische Konzerne mit deutschem Steuergeld fördern werden. Deutsche Steuerzahler, deutsche Arbeitnehmer tun mit diesen Subventionen die Abschaffung ihres eigenen Arbeitsplatzes unterstützen. Das ist Ihre Politik. Da sind wir dagegen. Da machen wir nicht mit. Jetzt komme ich noch mal kurz zu Ihrem Antrag. Ihr Antrag bedeutet im Grunde genommen genau das Gleiche, was wir hier vor 5 Jahren im Bundestag eingebracht haben. Wir haben uns vor 5 Jahren dafür stark gemacht, dass es eine Anrechnung auf die Flottengrenzwerte gibt. Da war der Verkehrsminister der Herr Scheuer aus Ihrer Fraktion. Der hat sich aber nicht in Europa dafür eingesetzt, dass das passiert. Muss man leider auch mal sagen. Heute fällt Ihnen das ein. 5 Jahre zu spät. Das Hauptproblem Ihres Antrags ist 5 Jahre zu spät. Weil Sie jetzt zu spät kommen, wird das, was Sie hier fordern, so gar nicht mehr umsetzbar sein auf der Zeitschiene, wo die Effekte eintreten. Wir haben jetzt eine Situation in Europa, dass die Industrie Planungssicherheit braucht. Wir wissen, dass Elektromobilität ein Hirngespinst ist, zumindest in der Breite. Das wissen wir alle, zumindest die vernünftigen Seiten des Plenums wissen das. Tatsache ist nur, dass wir jetzt eine Lösung brauchen. Die Lösung kann aber nicht sein, wie Sie fordern, hier jetzt nochmal die synthetischen Kraftstoffe hochzufahren. Nein, die Lösung muss sein, dieses unsinnige Verbot des Verbrennungsmotors auf europäischer Ebene muss ausgesetzt werden.
mindestens aber um 10 Jahre verschoben. Wir haben sonst in diesem Land ein Desaster für unsere Industrie und für die Menschen in diesem Land. Alles andere ist eine unverantwortliche Politik, und ich erwarte von Ihnen als Regierung, dass Sie das endlich akzeptieren und dass Sie diesen Weg auf europäischer Ebene gehen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Stefan Gelper. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wieder zurück zur Sache. Reden Sie gern über den Auspuff eines Fahrzeugs. Für die Union scheint der Auspuff ein Objekt der Begierde, geradezu ein heilsbringendes Gebilde zu sein. Anders lässt es sich nicht erklären, dass wir wieder über E-Fuels in Autos reden. Jedenfalls scheint es mir eine arg ideologische Monokultur zu sein, statt der behaupteten und viel zitierten Technologieoffenheit. Gleichwohl gehen wir es noch einmal durch. Sie wollen E-Fuels als umwelt- und klimafreundlichen Kraftstoff darstellen. Das bedeutet zum einen, dass wir viel mehr grünen Strom brauchen. Ein Zuwachs um ein Vielfaches bei den erneuerbaren Energien. Lassen Sie uns da gerne an einem Strang ziehen. Aber handeln Sie als Union danach. Nein, Sie bekämpfen weiterhin Windkraftanlagen. Das ist unglaubwürdig. Sie müssten das dann wohl ändern. Gleichwohl lassen wir das gedanklich einmal außen vor. Sie wissen wie ich, mit der gleichen Menge an Energie können Sie 7 Autos elektrisch statt einen mit E-Fuels antreiben. Pure Verschwendung also. Da zeigt Ihnen der schwäbische Hausmann natürlich einen Vogel. So bleibt die Frage, wie denn dann? Sie argumentieren so unter der Hand, dass irgendwann erneuerbare Energien in rauen Mengen zur Verfügung stehen würden. Damit könnte man dann im industriellen Maßstab E-Fuels bereitstellen. Wenn wir dazu allerdings in Ihren Antrag reinschauen, dann steht da nur, das soll alles irgendwie im Ausland passieren. Meine Damen und Herren, mit Verlaub, weniger Konzept geht nicht. Ganz ehrlich, jedes Bullabü ist da besser als dieses Wolkenkuckucksheim. Schauen wir auch über diese Schwäche des Antrags hinweg und nehmen wir einmal an, wir hätten so 1-2 Fläschchen E-Fuels. Was machen wir eigentlich damit? Erstmal kurz zuvor noch mal gesagt, die Autos würden dann weiterhin vor Ort Abgase produzieren. Das wird bei der Debatte mal gerne unterschlagen. Umwelt- und menschenfreundlich ist das nicht, denn das ist dann wieder Ihre alte Auspuffliebe. Ich hingegen möchte lieber die Berliner Luft wieder besingen können. Mit E-Fuels wird das nichts. Aber zurück. Wenn wir also mal ein Fläschchen der teuren E-Fuels hätten, dann werden Sie doch auch die dort einsetzen, wo Sie am effizientesten sind, wo Sie am bezahlbarsten sind, da, wo man nicht auf E-Mobilität setzen kann, also in Flugzeugen und Schiffen. Und das ist ja auch gut so, das ist richtig. Und deswegen, das sage ich auch hier nochmal so ganz deutlich, vielleicht zur Verwunderung auch der Union, deswegen setzen wir als Bündnisgrüne ganz klar auf den Hochlauf der E-Fuels, weil wir sie brauchen, aber eben an anderer Stelle, als Sie es behaupten. Wir betrachten und nutzen jede Technik, um die Welt zu retten, natürlich. Dass Sie aber das Fehlen der E-Fuels, dass Sie die Priorisierung bei der Verwendung von E-Fuels verschweigen, mit keinem Wort erwähnen, das macht Ihren Antrag, ehrlich gesagt, völlig unredlich. Deswegen muss dieser irreführende Antrag auch abgelehnt werden. Sei es drum, wir als Ampel haben die Option, das hat die Kollegin Kadamaturi schon gesagt, als die Option E-Fuels ja bereits zugelassen, auch insofern Ihr Antrag ist veraltet. Da müsste ja alles gut sein und die Union zufrieden von dannen ziehen. Aber nein, jetzt wollen Sie Fördergelder. Gleichzeitig wehren Sie sich dagegen. Natürlich, das steht da drin, lesen Sie gerne. Gleichzeitig wehren Sie sich dagegen, finanzielle Spielräume im Haushalt zu schaffen. Tun Sie einfach nicht. Der Merz erklärt gegen die eigenen Bundesländer, die Schuldenbremse darf nicht reformiert werden. Die Bahn hat die Union jahrelang auf Verschleiß gefahren, da muss jetzt Geld rein, das sagen sogar Sie. Bei der Ladeinfrastruktur hat der Kollege Wissing von seinen CSU-Vorgängern eine gähnende Lehre übernommen, da muss jetzt Geld rein, sagen sogar Sie. Ja, wo soll es denn dann herkommen? Wo soll denn im Verkehrsetat Geld, wollen Sie denn da das Geld auftreiben? Die Fördergelder für die E-Fuels-Strategie, die war im Klima- und Transformationsfonds. Politik beginnt mit der Betrachtung der Realität, und da wird es Zeit, liebe Union, da wird es Zeit. Wir müssen den CO2-Ausstoß jetzt deutlich reduzieren, und da sind wir uns hoffentlich einig. Und da reicht das Warten auf fiktive E-Fuels eben nicht, denn das wird teuer. Wir wollen keine Strafzahlungen an die EU leisten, Sie auch nicht. Die Unternehmen wollen und sollen die EU-Grenzwerte einhalten können. 10.000 Arbeitsplätze in der Automobilbranche zu gefährden, das
wollen wir nicht, das wollen Sie auch nicht. Also, was soll das? Steyer, Schluss mit diesen Nebelkerzen, Schluss mit dieser industriefeindlichen, völlig überlobbyierten Politik der Union. Reden Sie doch einfach mit den Autobauern, reden Sie mit den Lkw-Herstellern. Die wollen klare Rahmenbedingungen, um wirtschaftlich sinnvoll handeln zu können. Denn was wir brauchen, sind elektrische Kleinwagen statt nur SUV, dass sich endlich Carsharing durchsetzt, dass da der Durchbruch geschafft wird. Das ist das, was wir brauchen. Und dann noch ein Letztes. Der Antrag der Union ist gespickt mit Forderungen an die Europäische Union. Und da frage ich mich, warum schreiben Sie denn nicht mal Ihrer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen? Die ist von Ihrer Partei. Das ist ja schon fast Stalking, was Sie mit den Kollegen Wissing hier betreiben. Lassen Sie den Volker Wissing endlich ordentlich arbeiten. Der hat nicht erst seit gestern genug zu tun. Dieser CDU-Antrag ist abzulehnen. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Die Linke Bernd Rixinger. Und der ist der Sprecher für nachhaltige Mobilität der Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, diese Woche drohte das VW-Management mit massiven Stellenkürzungen. 10 Milliarden Euro sollen eingespart werden. VW sei nicht mehr konkurrenzfähig. Bereits im Juli titelte die Neue Zürcher Zeitung: Volkswagen am Scheideweg. Die Schwäche bei den Elektroautos wird zur Bedrohung der Konkurrenzfähigkeit des Konzerns. Nicht nur die CDU, auch die Ampelregierung negieren beharrlich die Schwäche der deutschen traditionellen Autokonzerne hier im Lande. Unter den ersten 10 Anbietern in China ist bei den Elektroautos kein einziger Deutscher dabei. Nicht nur VW hat gewaltig an Marktanteilen verloren. Ich bin im Übrigen nicht mehr der Einzige, der darauf hinweist, dass die falschen Autos gebaut werden. Zu teuer, zu groß, am Geldbeutel, unbedarf der meisten Menschen vorbei. Wenn Ford kein Elektroauto unter 45.000 Euro auf die Straße bringen kann, wird die Fiesta-fahrende Erzieherinnen das kaum bezahlen können. Die Süddeutsche beschreibt diese Woche: Nun sollen auch die Europaverkäufe von Modellen wie ID.3, ID.4, ID.5 und ID.Buzz deutlich unter den Erwartungen bleiben. Ein Alarmsignal. Zitat Ende. Halbe Panzer auf den Straßen der Innenstädte, mit denen die meisten nicht einmal in ihre Garagen kommen, sind weder klimagerecht noch praktisch und auch nicht zukunftsgerecht. Kurzfristige Profite waren wohl wichtiger, als langfristig die wichtigen Weichen zu stellen. Diese Art der Marktorientierung, wie sie der CDU vorschwebt, hat eben nicht funktioniert. Bezahlbare Autos werden eher von Tesla oder den asiatischen Autokonzernen gebaut. Die Regierung hat tatenlos zugesehen, wie die Manager der Automobilkonzerne hierzulande große Versprechungen zur Transformation gemacht haben, auch kräftig staatliche Gelder abgreifen, aber tatsächlich wichtige Entwicklungsprozesse verschlafen haben. Noch dramatischer ist der Rückstand bei der Digitalisierung. Anstatt Konzepte für die dringend notwendige sozialökologische Transformation der Automobilindustrie und Vorschläge für eine sinnvolle Industriepolitik vorzulegen, legt die CDU mit ihrem Antrag zum wiederholten Mal die Platte zur Rettung des Verbrenners auf. Wie absurd ist das denn? Wie oft muss es noch gesagt werden? E-Autos sind erheblich effizienter als E-Fuels, die in ausreichendem Maße für PKWs nicht verfügbar sein werden. Ich fürchte, die Kosten für die Versäumnisse bei der sozialökologischen Mobilitätswende zahlen die Beschäftigten mit ihren Arbeitsplätzen und die zukünftigen Generationen, wenn die Klimaziele im Verkehrsbereich weiter krachend verfehlt werden. Bis heute sind bei den Zuliefererbetrieben schon Tausende von Arbeitsplätzen vernichtet worden. Deshalb brauchen wir klare Vorgaben und Regulierung für die Automobilindustrie. Und wir müssen endlich begreifen, dass die Verdoppelung des öffentlichen Personennahverkehrs und der massive Ausbau der Bahn große Chancen für bezahlbare und für gut bezahlte und qualifizierte Arbeitsplätze im industriellen Bereich bieten.
Bis heute gibt es keine Produktion von Kleinbussen in Deutschland. Die Lieferzeiten für Lokomotiven hinken 5 bis 6 Jahre hinter den Zusagen her. Nicht viel besser ist es beim Bahnzubehör, bei der Ausstattung der öffentlichen Verkehrsmittel, Elektrobussen, digitale Ausstattung und vieles andere mehr. In diesen Bereichen Industrie anzusiedeln, eine zukunftsfähige Mobilitätsindustrie auf- und umzubauen, wäre die Aufgabe einer fortschrittlichen Verkehrs- und Industriepolitik. Der Antrag der CDU ist ein weiterer Ausdruck einer fehlgeleiteten Verkehrspolitik und kann nur abgelehnt werden. Sagt Bernd Rixinger hier für die Linke. Die Union spricht sich in diesem Antrag aus. Kein Verbot des klimaneutralen Verbrennungsmotors, schiebt das Ganze aber ein bisschen auf den Bundesverkehrsminister, auf Volker Wissing, der sich ja innerhalb der EU für eine Ausnahme für sogenannte E-Fuels ausgesprochen hatte. Ja. Der Titel des Antrags der Union lautet ja, der Bundesminister für Digitales und Verkehr muss sein Versprechen einlösen. Ich kann Sie beruhigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, er wird sein Versprechen einlösen. Er wird sein Versprechen einlösen. Und jetzt könnte ich eigentlich meine Ausführungen an diesem Pult schon beenden, weil damit ist eigentlich alles gesagt. Aber ich will da schon noch mal darauf hinweisen, Herr Kollege Ploss. Es ist ja schon angeklungen. Markus Söder, der ist ja diese Woche schon mehrfach hier genannt worden am Pult, hat ja auch jahrelang immer das Verbrenner ausgefordert. Und dann verwundert es ja auch gar nicht, dass seine Abgesandten im Verkehrsministerium ganz viel getan haben in den letzten Jahren, nämlich nichts. Die haben sich um dieses ganze Thema überhaupt nicht gekümmert. Und der Kollege Gelper hat es gesagt. Was macht denn eigentlich Ihre Kommissionspräsidentin? Vornehme Zurückhaltung hat immer Herrn Timmermans, den größten Blockierer in dieser Frage, vorgestellt. Der kümmert sich jetzt um die Regierungsbildung in unserem Nachbarland, den Niederlanden. Vielleicht geht es ja dann, wo Herr Timmermans Frau von der Leyen nicht mehr sagt, was sie zu tun hat. Vielleicht geht es ja da ein bisschen voran. Vielleicht hört sie dann ja mal auf die richtigen Leute. Ich kann Sie ja nur auffordern oder bitten oder wie auch immer, wenn Sie mal mit Frau von der Leyen sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt noch tun. Dann sprechen Sie doch mal mit ihr, dass sie sich dafür einsetzt. Und ich glaube, wir müssen dieses ganze Thema mal auch ein bisschen nüchtern betrachtet. Ich kann jetzt auch darauf verweisen, dass wir in der vergangenen Wahlperiode, Anträge, Kollege Ploss, die haben Sie ja abgelehnt, zu dem gleichen Thema gestellt haben. Vielleicht, weil Sie auch das Thema nicht so richtig intellektuell durchdrungen haben. Das haben wir ja in Ihren vergangenen Reden dazu auch gemerkt. Ich freue mich gleich im Anschluss an dieser Debatte beim Wirtschaftsrat der CDU zu diskutieren. Zu verschiedenen Verkehrsthemen ist dann ja auch schon bezeichnend, dass Sie einen Vertreter der FDP einladen, der Wirtschaftsrat der CDU, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da kann man in der Tat noch was lernen, das ist richtig. Unglaublich. Wir brauchen aber natürlich auch, und auch dieses Ausspielen gegeneinander von Antriebsformen, was ich hier an einzelnen Stellen gehört habe. Das bringt doch gar nichts. Wir setzen auf beides. Wir setzen auf beides. Und ich will das an dieser Stelle auch noch mal sagen. Hier ist ja auch das Thema Dienstwagenbesteuerung schon gefallen. Das ist doch aktuell der Gamechanger. Da wird doch Elektromobilität vorangetrieben. Wer ist es denn, der jetzt umstellt auf Elektromobilität? Das sind doch die Unternehmen mit den großen Dienstwagenflotten. Die gehen voran. Die stellen alle komplett um. Die schaffen Neufahrzeuge mit Elektromotor an. Das muss man noch mal sagen. Das sind ja auch keine, wie immer gesagt wurde, klimaschädlichen Subventionen. Nein, die treiben das voran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist das auch so wichtig. Und ich will das zum Schluss noch mal sagen. Diese Bundesregierung und die Fraktionen, wir setzen weiterhin auf Technologieoffenheit. Wir setzen auf Technologieoffenheit.
Herr Ploss, Sie sind ja gleich noch dran, sparen sich Ihren Atem bis dahin. Und ich will da sagen, wir setzen weiter auf Technologieoffenheit und gegen eine ideologische Verkehrspolitik, weder für die eine noch für die andere Antriebsform. Wir sind uns da einig. Wir sind uns da einig. Sie müssen da gar nicht auf andere mit dem Finger zeigen, Kollege Ploss. Wir sind uns da einig. Die FDP-Fraktion wird da auch weiter für Sorge tragen, dass das in der Bundesregierung und in der Regierungskoalition so funktioniert. Herzlichen Dank. Bernd Reuter war das für die FDP-Fraktion. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Steffen Bilger hören wir jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, einmal mehr wird in dieser Debatte deutlich, wie zerrissen diese Koalition bei ganz wesentlichen Fragen ist. Und was ist immer wieder das Ergebnis? Die Öffentlichkeit bleibt irritiert zurück, wie beim Verbrennerverbot. Was gilt denn nun? Kommt das komplette Verbrenner aus oder nicht? Ist Deutschland dafür oder dagegen? E-Fuels nur für Flugzeuge und Schiffe, wie es gerade von den Grünen gesagt wurde. In der europäischen Debatte sind einige schon weiter. Das EU-Parlament hat kürzlich beschlossen, dass bei den Reduktionszielen für Lkw und Busse auch E-Fuels angerechnet werden, mit Stimmen von CDU, CSU und FDP-Abgeordneten, insgesamt einer Mehrheit im Europäischen Parlament. Und darum geht es ja auch in dieser Debatte, dass auch die Bundesregierung diese Debatte vorantreiben muss auf europäischer Ebene. Natürlich kann man immer auf die Kommissionspräsidentin verweisen, aber zu Recht wurde gerade auch gesagt, da gab es den Vize-Kommissionschef Timmermans, der für Sozialdemokraten und Grüne in den Wahlkampf in den Niederlanden gezogen ist, der dieses Thema Verbrennerverbot maßgeblich vorangetrieben hat, eben mit Unterstützung auch von SPD und Grünen Abgeordneten im Europäischen Parlament aus Deutschland. Die Debatte in Europa geht voran, aber jetzt braucht es einen aktiven Einsatz dieser Bundesregierung, dass dort vernünftige Entscheidungen getroffen werden, meine Damen und Herren. Und wenn ich von Irritation spreche, die bei den Bürgern zurückbleibt, dann zählt da auch so ein Beitrag wie vorhin dazu, wenn dann gesagt wird, naja, der Liter E-Fuels kostet ja 10 Euro. Also das ist wirklich von vorgestern. Man geht mittlerweile von Preisen von 1,50 mit Potenzial nach unten aus. Und dann, meine Damen und Herren, ist aber auch noch die Frage zu beantworten, die der Finanzminister kürzlich aufgeworfen hat, nämlich wie geht man dann mit der Besteuerung der E-Fuels um? Will man es so teuer machen, dass sie sich nie durchsetzen können? Oder will man sie als echte Chance für Klimaschutz im Verkehr etablieren? Auch diese Fragen müssen Sie bald beantworten. Jetzt gab es vor einigen Monaten diese Einigung mit der EU-Kommission für eine Ausnahme für den klimaneutralen Verbrenner. Aber Stand heute ist noch so ziemlich alles unklar. Und das sorgt für Politikverdruss, das untergräbt das Vertrauen der Menschen in der Politik. Und letztendlich sorgen Sie als Bundesregierung für die Verunsicherung bei den Verbrauchern, besonders auch bei Menschen im ländlichen Raum, aber auch bei den Herstellern, übrigens nicht nur bei den großen Autoherstellern, den großen Industrieunternehmen, sondern auch bei vielen Zulieferern aus dem Mittelstand und bei ihren Beschäftigten. Es gilt insgesamt, Sie tragen Ihre Zerrissenheit als Bundesregierung auf die europäische Ebene. Dort herrschte wochenlang Entsetzen über diesen offen ausgetragenen Streit. Jetzt dürftiger Kompromiss erzielt, aber jetzt müssen Sie endlich konkret liefern, dass wir Klarheit haben, wie es weitergeht mit dem Verbrennerverbot auf europäischer Ebene, ob es noch verhindert werden kann mit einer Ausnahme für klimaneutrale Kraftstoffe. Wir sind Autonation in Deutschland und das ist schon irritierend, dass der Bundesregierung erst so spät aufgefallen ist, dass da vielleicht eine große Fehlentscheidung auf europäischer Ebene anstehen könnte. Vom Wirtschaftsminister hat man in der ganzen Debatte so gut wie nichts gehört und da können wir jetzt froh sein, dass der Verkehrsminister aufgewacht ist, aber das Problem ist ja, dass bei vielen maßgeblichen Entscheidungen auf europäischer Ebene nicht Herr Wissing am Verhandlungstisch sitzt, sondern das Bundesumweltministerium und das ist ein Problem, meine Damen und Herren. Denn Teile dieser Bundesregierung und der Koalition arbeiten eben permanent dran, der Verbrennungstechnologie den Gas auszumachen, obwohl es die klimaneutrale Alternative gibt für den Verbrenner mit den E-Fuels. Es kann nicht sein, dass bei Ihrer Vorstellung von grüner Klimaneutralität nicht die Klimabilanz im Vordergrund steht, sondern die Emissionsvermeidung muss politisch für Sie passend sein. Das ist eine kaum verhohlene, offene Sabotage an dem, was unser Industrieland so erfolgreich macht. So eine Einstellung können wir uns nicht länger erlauben. In Zeiten geringer Haushaltsspielräume und großer Belastungen für die Verbraucher
weniger denn je. Also, Bundesregierung ist gefordert, mit Technologieoffenheit in diese ganzen Fragen zu gehen, für Technologieoffenheit sich einzusetzen mit einer klaren Haltung auch auf europäischer Ebene. Fordert hier nochmal Steffen Bilger für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, die Ausnahme für E-Fuels hatte Bundesverkehrsminister Wissing in das EU-Gesetz hineinverhandelt. Wie sieht jetzt wirklich die Zukunft aus? Ein Problem ist im Moment ja vor allem noch, dass auf dem Markt E-Fuels kaum zu bekommen sind, weil sie bisher nur in Testanlagen hergestellt werden. 18 Projekte weltweit, nur eine Handvoll hat schon mit der Produktion überhaupt begonnen. Früher war alles besser. Es scheint in Ihrer konservativen DNA zu liegen, dass Sie verbissen an Technologien des vergangenen Jahrhunderts festhalten. Mich erinnert das ein bisschen an Berichte aus den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Damals wurden auf der Schiene die Dampfloks durch Diesel- und Elektroloks ersetzt. Übrig geblieben sind einige wenige Museumsloks, die heute liebevoll gepflegt und gehegt werden. Heute werden die Verbrennungsmotoren im Straßenverkehr durch Elektromobilität ersetzt. Das ist nicht nur ein politisches Ziel, sondern auch alle großen deutschen Automobilhersteller werden in Zukunft keine Verbrenner mehr herstellen. Damit ist Ihre Vorgabe, dass die Bundesregierung die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie sicherzustellen habe, politisch nicht nur unglaublich eindimensional, sondern sie läuft schlichtweg auch an der Realität vorbei. Die deutsche Automobilindustrie ist weiter, als Ihr Antrag suggeriert. Es ist richtig, dass hier technologisch noch einiges geklärt und reguliert werden muss, um tatsächlich von umwelt- und klimafreundlichen Verkehrsmitteln zu reden. Aber ein Festhalten am Verbrenner ist nicht ansatzweise eine Lösung, die Klimabilanz des motorisierten Straßenverkehrs zu verbessern. Außerdem ist es purer Populismus, wenn Sie in Ihrer Überschrift schreiben, es gäbe ein Verbot des klimaneutralen Verbrennungsmotors. Es geht um Neuzulassungen. Wer also ab 2035 ein neues Fahrzeug kauft, wird Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nicht mehr auswählen. Nur zur Erinnerung, wir schreiben das Jahr 2023. Und ja, es gibt noch offene Fragen, ob CO2-neutrale Fahrzeuge mit Verbrennern wie Wasserstoff oder Biokraftstoffen das Jahr 2035 bei den Neuzulassungen überleben. Das muss in der Tat noch diskutiert werden. Wenn aber man mit viel Mühen versucht, positive Ansätze in Ihrem Antrag herauszufinden, dann vielleicht das. Wir brauchen auch nach 2035 flüssige Kraftstoffe, um die zahlreichen Gebrauchtfahrzeuge mit Verbrennungsmotor noch weitere 10, 15 oder 20 Jahre am Laufen zu lassen. Und am besten wäre es, wenn diese Fahrzeuge nicht mit Benzin oder Diesel fahren, sondern Kraftstoffe tanken, die eine bessere Umweltbilanz haben. Schon heute gibt es auf unseren Straßen über 1 Million Oldtimer, die als automobiles Kulturgut gelten. Wir sollten gemeinsam darüber diskutieren, wie diese Fahrzeuge weiterverwendet werden können, auch wenn es kein Benzin und kein Diesel mehr an jeder Tankstelle gibt. Wir brauchen eine deutliche Verbesserung der CO2-Bilanz, sowohl im Pkw als auch im Lkw-Bereich, denn dort gibt es massive Defizite. Dieser Verkehrsbereich hat den größten Nachholbedarf bei dieser Frage in unserer Gesellschaft. Neben der Antriebswende muss mehr Verkehr auf die Schiene. Das Schienennetz muss weiter ausgebaut und vollständig elektrifiziert werden. Alle Menschen, auch die im ländlichen Raum, müssen attraktive ÖPNV-Angebote bekommen. Es muss unser Ziel sein, dass niemand auf ein Auto angewiesen ist. Und das heißt nicht, dass wir das Autofahren verbieten wollen, sondern dass es für alle Alternativen zum Autofahren gibt. Im Übrigen, das erste E-Auto fuhr in Deutschland 1888, zufällig in Coburg, heute Freistaat Bayern. Sie sollten als Konservative aufpassen, dass Sie mit Ihren verkehrspolitischen Ansichten nicht wie die Dampfloks im Museum landen. Vielen Dank, herzlich Glückwunsch. Ja, Thomas Lutze war das, der saarländische Bundestagsabgeordnete. Der ist Anfang Oktober von der Linken zur SPD gewechselt. Das war noch bevor Sarah Wagenknecht und 9 weitere Abgeordnete ihren Austritt aus der Linken angekündigt hatten. Und die Konsequenz dessen ist ja auch,
dass die linke Fraktion jetzt heute mutmaßlich ihre letzte Sitzung als Fraktion tatsächlich hat. Nächste Woche am 6. Dezember wird die Fraktion zwangsläufig mit der Auflösung beginnen, dann mit 28 Mitgliedern aus der ehemaligen linken Fraktion einen Gruppenstatus beim Bundestag beantragen und künftig mutmaßlich, wenn der Bundestag das genehmigt, als Gruppe Die Linke hier im Parlament sitzen. Dann ist noch fraglich, was die 10 Abgeordneten inklusive Sarah Wagenknecht machen werden, ob eben entsprechend ein Gruppenstatus beantragt wird. Dirk Brandt ist jetzt am Rednerpult für die AfD. Gehört komplett ausgesetzt oder gar gekippt. Als Niedersachse schaue ich natürlich auf die Lage bei Volkswagen. Dieses Unternehmen brach einst alle Produktions- und Absatzrekorde und der Käfer wurde zum Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. Heute steht Volkswagen stellvertretend für ein Land im Niedergang. Eine Schande. Markenchef Thomas Schäfer, es wurde bereits gesagt, brachte es am Montag auf den Punkt, Volkswagen ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Was ist jetzt passiert? VW hat sich dem politischen Druck gebeugt und zu dem beispiellosen Schritt entschieden, statt komplexer, weltweit erfolgreicher Verbrennungsmotoren nur noch anspruchslose Elektroautos zu bauen. Das ist überhaupt nicht völlig falsch. Der Steuerzahler bezahlt die durch Sie erzwungene grüne Transformation bei VW, unter anderem durch Kurzarbeitergeld. Und da Ihre Batterieautos bislang immer stark subventioniert werden mussten, stellt sich immer noch die Frage, ob es sich wirklich um die Weisheit letzter Schluss handelt, wenn wir die Technologiefrage stellen. Das erhoffte Absatzwachstum beim E-Auto bleibt aber aus. Als Folge soll in Wolfsburg jetzt jede fünfte Stelle dem Rotstift zum Opfer fallen. Und während hochrangige VW-Funktionäre aus dem letzten Loch, wie Drive Proud pfeifen, ist die Stimmung der Belegschaft in Wolfsburg, in Salzgitter, in Emden bis in die Führungsebene bereits gekippt. Und zu einem Überfluss, Herr Rixinger, Ihre Freunde von der Gewerkschaft kämpfen nicht mehr für Arbeitsplätze, sondern die kämpfen für ganz andere Sachen. Sie denunzieren im Schatten der Regenbogenflagge stumpf die mahnenden Stimmen über die einseitige Ausrichtung der E-Mobilität. Als gäbe es aktuell keine anderen Probleme, ruft EG Metall-Chefin Christiane Benner zum Kampf gegen rechts auf. Was das für Arbeitsplätze bringen soll, ist mir nicht schlüssig. Wir als AfD lehnen. Ja, stellen Sie mir doch eine Frage, ich habe hier nicht so viel Zeit. Lehnen Ihre Staatswirtschaft bis zum Staatsbankrott ab. Und wir brauchen die von allen beschworene, aber nur von der AfD gelebte Technologieoffenheit. Da machen wir beim Verbrennungsmotor, Dirk, keine Ausnahme. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort die Kollegin Tessa Ganserer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, es sind ja nur einige Wochen bis zum Murmeltiertag, aber die Union beschert uns heute wieder ein politisches Déjà-vu-Erlebnis, denn wieder einmal kommen sie mit dem alten, klapprigen und verrosteten Antrag zum Verbrennungsmotor um die Ecke, auf den der TÜV schon längst abgelaufen ist. Wir als Grüne befürworten den Grundsatz reparieren statt wegwerfen. Aber bei aller Liebe, man muss irgendwann einmal einsehen, dass jedes Produkt an dem Ende seines Lebenszyklus angekommen ist. Und dann wäre es an der Zeit, dass Sie die da bis dahin investierten Ressourcen endlich in was Neues, was Zukunftsweisendes investieren. Zu glauben, man könnte den Verbrenner künstlich am Laufen halten, indem man ihn mit sogenannten klimafreundlichen, in Anführungsstrichen biogenen Kraftstoffen betreibt, ist ein Trugschluss. Es ist ein schwerer strategischer Fehler, die Zukunft der Mobilität
auf eine Technologie zu setzen, die längst überholt ist. Und der Kollege Lutze hat darauf hingewiesen, dass zahlreiche Automobilhersteller das bereits erkannt haben, da längst viel weiter sind als Sie. Aber machen Sie so weiter. Machen Sie gern weiter. Das ist der beste Weg, Ihre Wirtschaftskompetenz endlich komplett abzubauen. Es wird Ihnen bald keiner mehr ernst nehmen, der irgendwas von zukunftsweisender Mobilität versteht. Biogene Kraftstoffe, also Kraftstoffe aus Nahrungsmitteln, sind nämlich keine Lösung. Sie ignorieren dabei den enormen Flächenverbrauch. Wenn ich auf die Uhr schaue, es ist jetzt keine 16 Stunden her, da haben wir auf einen Antrag von Ihnen, auf Ihre Initiative hin, zu Selbstversorgung und Nahrungsmittelsicherheit hier im Deutschen Bundestag debattiert. Und jetzt stellen Sie sich ernstens hin und meinen, dass Sie mit biogenen Kraftstoffen die Zukunft der Mobilität aufrechterhalten können und den Verbrennungsmotor am Laufen lassen. Wer eins zu eins zusammenzählen kann, der merkt doch sofort, dass diese beiden Vorhaben der Union überhaupt nicht zusammengehen. Und auch Abfall und Reststoffe sind nicht die Rettung. Recycelte Öle und Fette werden heute schon verwendet. Und es spielt in Zukunft keine Rolle, ob man Reinkraftstoffe aus Frittenfett macht oder ob man das den fossilen Kraftstoffen beimengt. Und ich weiß, die Deutschen lieben ihre Currywurst mit Pommes. Und die darf gern auch einmal vegan sein. Aber so viel Fritten können wir gar nicht essen, damit wir damit die Zukunft der Mobilität betreiben. Mit Ihrem Antrag beweisen Sie wieder mal nur eins. Sie beweisen, dass Sie unfähig sind, Probleme und komplexe Zusammenhänge zu erkennen und Konzepte zu erarbeiten, die ineinandergreifen und wirklich Lösungskonzepte aus einem Guss für komplexe Sachverhalte zu erarbeiten. Sie lösen keine Probleme, sondern Sie wollen wieder mal nur an den Symptomen herumdoktern. Die Lösung liegt in der Elektromobilität. Um die gleiche Fahrleistung zu erzielen, benötigen Photovoltaikanlagen nur 3% der Fläche im Vergleich zu biogenen Kraftstoffen. Und das zeigt, dass eben biogene Kraftstoffe nicht die Lösung sein können. Aber kritisieren möchte ich ja nicht nur das, was bei Ihnen im Antrag steht, sondern auch das, was nicht drinnen steht. Sie kümmern sich wieder mal nicht um die Menschen in unserem Land, die in billigen Mietwohnungen an Straßen leben müssen und die jetzt schon von Lärm und von Dreck und Abgasen belastet sind. Wir wollen wirklich eine gesunde Luft in unseren Städten. Aber auch dazu fehlt in Ihrem Antrag überhaupt kein Wort. Denn Elektromotoren sind nur eins, laut und dreckig. Zum Abschluss möchte ich sagen, beenden Sie das Dröhnen des Stillstands, dann würden Sie endlich auch den Sound der Zukunft wahrnehmen können. Und der alte Sprichwort sagt, wenn du merkst, dass ein Pferd tot ist, dann steig ab. Ich übersetze das der Union aber gerne ins Verständliche. Wenn Sie merken, dass der letzte Verbrenner vom Band fährt, dann beschäftigen Sie sich mit der Zukunft, mit der Elektromobilität. Vielen Dank. Tessa Ganserer war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Jürgen Lenders für die FDP-Fraktion hat nun das Wort. Und er ist Mitglied im Verkehrsausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bareis, es ist vieles richtig, was Sie in Ihrem Antrag drinstehen, aber leider hat die Union an dieser Stelle absolut die Glaubwürdigkeit verloren. Die EU hat sicherlich mit ihren Vorgaben den Verbrenner auf dem Gewissen. Und das ständige Verschärfen der Flottengrenzwerte hat am Ende die Automobilindustrie dazu gebracht, auf Elektromobilität zu setzen. Und das war dann am Ende weder die Bundeskanzlerin Merkel oder die CDU oder Kollege Scheuer oder Dobrindt oder auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen, die der EU mal in die Arme gefallen ist und gesagt hat, Leute, so geht es nicht. Wir machen hier einen Automobilstandort Deutschland und in der ganzen Europäischen Union kaputt. Meine Damen und Herren, der
Sargnagel war dann sicherlich das Dieselfahrverbot. Über die NOx-Werte spricht heute kein Mensch mehr. Auch Grenzwerte, die aus der EU gekommen sind. Auch da sind aus ihrer Richtung keinerlei Kritik gekommen. Nein, dass diese Dieselfahrverbote sind und unter ihrer Regierungsführung eingeführt worden. Meine Damen und Herren, es war Volker Wissing, der erste deutsche Politiker, der ernsthaft nach Europa gegangen ist und gesagt hat, so geht das nicht weiter. Hier wird eine Technologie kaputt gemacht und Arbeitsplätze gefährdet. Herr Barreis, Sie rufen jetzt in Ihrem Antrag nach Subventionen. Also, dass Subventionen am Ende wie eine Droge wirken, das hat auch mal eine Union gewusst. Dass Sie solch eine Technologie ein Stück weit anschieben müssen, ist ja in Ordnung. Aber man muss dann auch immer klar sein, aus so einer Subvention muss man dann auch wieder rauskommen. Das wird nicht einfach so eine Diskussion führen wie ja gerade beim Gastgewerbe. Ne? Da wirkten die 7% nämlich schon wie eine Droge. Das ist auch etwas, wo Sie mal ehrlich sagen können, das war temporär eingeführt. Aber kommen wir zurück zu den synthetischen Kraftstoffen. Meine Damen und Herren, wir brauchen die synthetischen Kraftstoffe. Wir brauchen sie beim Fliegen. Und das Schöne ist, immer dann, wenn wir synthetisches Kerosin herstellen und produzieren, fällt auch immer Benzin und Diesel an. Das heißt, wir haben also eine Chance, tatsächlich nennenswerte Größenordnung für synthetische Kraftstoffe zu bekommen. Aber die Industrie wird nur auch wirklich in die Produktion einsteigen, wenn sie Planungssicherheit bekommt. Und dazu gehört, dass die EU auch klar macht, dass auch zukünftig für Verbrennermotoren es eine Chance gibt, wenn sie denn klimaneutrale E-Fuels tanken können. Nur dann wird die Industrie auch in Europa, in Deutschland, weiterhin Verbrennungsmotoren produzieren. Jetzt fordern Sie aber, Herr Barreis, in Ihrem Antrag Garantien vom Bundesverkehrsminister. Diese Garantien, Herr Kollege, kann Ihnen niemand geben. Aber nach meinem Kenntnisstand streben Sie ja an, bei der Europawahl möglichst eine starke Fraktion zu werden. Das heißt, Sie haben als Konservative im Europaparlament alle Chancen dieser Welt, die Politik, die Sie in den letzten 16 Jahren verfolgt haben, dann mal zu ändern. Ich bin hier erstaunt, wofür Volker Wissing alles Verantwortung tragen soll, kaum dass er 2 Jahre im Amt ist, meine Damen und Herren. Er versucht am Ende nur diesen Schlamassel wieder in den Griff zu bekommen, den Sie angerichtet haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Dr. Christoph Ploss. Christopher Ploss, der sich hier gelegentlich schon aus den Reihen hier in die Debatte eingeschaltet hatte bzw. angesprochen worden, ist jetzt am Rednerpult für die Union. Viele Bürger, Mittelständler, Zulieferer, Autobauer, die fragen sich gerade in diesen Tagen, erlaubt die Ampelkoalition endlich klimafreundliche Kraftstoffe? Erlaubt die Ampelkoalition, dass E-Fuels de facto im Pkw-Bereich auch eine Rolle spielen können? Oder verbietet die Ampelkoalition und setzt de facto einseitig auf batteriegetriebene Elektromobilität? Diese Frage stellen sich Millionen Menschen in unserem Land. Und jeder, der jetzt von dieser Debatte eine klare Antwort der Ampelkoalition erwartet hat, der ist bitter enttäuscht. Denn Herr Gelper, Sie haben hier eine wunderbare Rede eines Oppositionspolitikers gehalten gegen Ihren eigenen Verkehrsminister. Da ist ja fast die Schwierigkeit, als Opposition noch einen draufzusatteln. Und dann kommen Ihre, man muss sagen, in Anführungszeichen Kollegen aus der Ampelkoalition und sagen das genaue Gegenteil von dem, was Sie hier gesagt haben. Und das ist genau das Bild, was alle Bürger in diesen Monaten, in diesem Jahr von der Ampelkoalition haben. Sie sind ein zerstrittener Haufen. Die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Und Sie kommen bei wichtigen Themen wie der klimafreundlichen Mobilität nicht voran. Und ich will jetzt eines Ihnen deswegen mal sehr deutlich sagen und Ihnen Hilfe geben. Denn der Antrag und die Initiative der CDU-CSU-Fraktion, die bietet Ihnen den Leitfaden für diese Legislaturperiode. Sie zeigt den Weg auf, wie wir mit Technologieoffenheit, wie wir mit batteriegetriebener Elektromobilität,
mit wasserstoffbetriebener Elektromobilität und wie wir mit klimafreundlichen Kraftstoffen wie E-Fuels die Klimaziele erreichen können. Wir sagen aber ganz klar, wir wollen nicht verbieten, sondern wir wollen erlauben, wir wollen einen Wettbewerb der unterschiedlichen Technologien und wir wollen, dass sich die besten, dass sich die klimafreundlichen Technologien durchsetzen. Wir wollen, dass an allen Technologien geforscht wird und diesen Weg, den sollten Sie beschreiten im Sinne des Klimaschutzes und im Sinne unseres Landes. Und ich will noch mal auch auf einen Aspekt eingehen, verehrte Kollegen von den Grünen, den Sie völlig ausblenden. Ihre Ministerin reist heute mit einem Tross von ein paar hundert Leuten nach Dubai zur Klimakonferenz. Und da geht es darum, wie wir auch 2030 die Klimaziele erreichen, wie wir 2035 die Klimaziele erreichen. Wir werden selbst, wenn Sie Ihre E-Auto-Ziele erreichen sollten, selbst wenn wir die erreichen sollten, werden wir immer noch in den 2030er Jahren 40 bis 45 Millionen Verbrennerautos auf den Straßen haben. Und für die brauchen Sie eine klimafreundliche Lösung. Und wenn Sie hier eine Politik gegen E-Fuels machen, dann werden Sie im Verkehrsbereich scheitern und dann werden Sie die Klimaziele gerade mit Blick auf die 40 bis 45 Millionen Verbrenner-Pkw nicht erreichen können. Und ich will auch noch mal eines deutlich zur FDP sagen. Sie haben versprochen, bis Herbst zu liefern, Herr Wissing. Sie haben das öffentlich im März erklärt. Sie haben es danach noch mehrere Male wiederholt. Heute haben wir den 1. Dezember. In keiner Weise haben Sie irgendwo geliefert. Sie haben keine Technologieoffenheit verankert. Sie haben nicht das Thema E-Fuels auf europäischer Ebene platzieren können. Und Sie haben Ihr Versprechen gebrochen. Stattdessen reichen Sie Gesetze ein als FDP, dass man in Zukunft kiffen kann, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann und stellen verfassungswidrige Haushalte auf und liefern hier nicht. Diesen Weg kann die FDP nicht weiter beschreiten. Ansonsten werden Sie aus dem Deutschen Bundestag fliegen. Das kann ich Ihnen prophezeien. Und wir werden Druck machen, dass Technologieoffenheit, dass soziale Marktwirtschaft in Zukunft eine stärkere Rolle hier in der deutschen und europäischen Politik spielen. Herzlichen Dank. Sebastian Roller für die SPD-Fraktion hat das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf als Vorbemerkung sagen, weil die neue IG Metall-Vorsitzende angesprochen wurde, das Handelsblatt thematisiert heute ganz deutlich, die AfD wird zum Standortrisiko und dementsprechend ist es gut und richtig, dass die IG Metall-Chefin in alter Tradition der Gewerkschaften klare Kante gegen rechts zeigt und da hat sie uns voll an ihrer Seite. Dann, Herr Bloß, ich war ja schon froh, dass es nicht um Gendern geht, dann in Ihrem Beitrag, aber die andere Platte war jetzt auch nicht wesentlich viel hilfreicher und stand leider auch in der Tradition dieses Antrags. Und das dokumentiert, wie weit Sie von der Automobilindustrie in Deutschland leider weg sind mittlerweile als CDU-CSU. Ich habe das Gefühl, Sie reden mit keinem Unternehmen mehr. Sie schreiben lediglich Sprechzettel der Energiewirtschaft ab, weil niemand sonst hat ein Interesse an den Forderungen, die Sie hier platzieren. Ich habe mich. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, danke. Ich habe mich im letzten Jahr durchaus auch gewundert und das hier gesagt, warum die FDP in der Frage E-Fuels diese große Leidenschaft an den Tag legt. Aber es gehört auch zur Wahrheit, dass wir auf Einsatz und auf Initiative der FDP einen Kompromiss auf europäischer Ebene haben, dass wir eben ab 2035 nur noch PKWs zulassen, die kein CO2 zulassen und dementsprechend auch die Fahrzeugkategorie E-Fuels only berücksichtigt ist. Ich glaube, das betrifft nur eine Nische, aber das ist ein Kompromiss, den wir haben. Und jetzt können wir uns weiter den wesentlichen Fragen der Transformation der Automobilindustrie widmen, wenn Sie nicht mit so einem Antrag um die Ecke kommen würden. Wenn man mit der Industrie, mit Betriebsräten oder mit der IG Metall spricht, überall gibt es wirklich die einhellige Rückmeldung, BEVs sind die Zukunft und zunehmend die Gegenwart. Und viele Betriebe haben sich schon auf diesem Pfad gemacht mit
und sind auf dem besten Weg zum Umschwung auf Elektroautos. Und dabei braucht man Unterstützung, dabei braucht man politische Flankierung und eine langfristige Strategie und muss dieses Fass nicht wieder aufmachen. Deswegen bin ich dankbar, dass die Bundesregierung sich weiterhin trotz der Herausforderung zum klaren Ziel bis 2030 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen zu finden bekannt hat. Und ich finde das auch wichtig, dieses Ziel zu verteidigen. Ich bin entsprechend dankbar, dass der Bundeskanzler das am Montag auf dem Automobilgipfel gemacht hat. Und gerade deswegen sind Debatten, die Sie mit diesem Antrag auflösen, so fatal. Sie schüren eine Debatte, schüren Zweifel und machen da ein Stück weit eine selbsterfüllende Prophezeiung draus, die auch wieder ein Problem in sich auslöst. In den Betrieben werden ganz andere Diskussionen geführt. Die Werke sind umgestellt, die Beschäftigten werden umgeschult. Da diskutiert man eher, wie man konkrete Fortschritte macht. Keiner mit Verantwortung würde das zurückdrehen wollen. Und dementsprechend helfen Sie nur denjenigen, die hier einen Kulturkampf gegen den Verbrenner führen wollen oder um den Verbrenner. Und das hilft dem Industriestandort nicht. Wir sehen, dass es auch funktionieren kann mit dem Umbau, zum Beispiel an Norwegen. Der Marktanteil der Neuzulassungen von E-Autos betrug dort letztes Jahr 79,3%. Mittlerweile sind 21% der dort insgesamt zugelassenen PKWs elektrisch, ein Drittel mehr als im Jahr zuvor. Norwegen zeigt, wie es geht, und das sind Wachstumsraten, die auch bei uns kommen werden, wenn wir das Tal erstmal durchschritten haben. Klar ist aber auch, dass trotz dem Urteil aus Karlsruhe und der Haushaltslage die Unterstützung der Automobilindustrie für die Transformation weiter in diesem Umfang 6 Milliarden Euro hat der Bundeswirtschaftsminister im Rahmen der IAA erklärt, zur Verfügung stehen muss. Und klar ist genauso, dass es in der Verantwortung der Automobilhersteller ist, ein attraktives und bezahlbares Angebot zunehmend auch im Niedrigpreissegment anzubieten. Den Weg gehen wir weiter, und dann werden wir da zu einem guten Ergebnis kommen. Vielen Dank. Die Kollegin Martina Engelhardt-Kopp für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese Debatte zeigt heute wieder ganz deutlich, dass sich jeder Einsatz lohnt, jeden Tag weiterzumachen, um diese Bundesregierung schnellstmöglichst abzulösen. Am Montag fand der Autogipfel im Kanzleramt statt, und dabei ging es auch um den Markthochlauf der E-Mobilität. Und wir alle wissen, dass 15 Millionen E-Autos in 2030 völlig unrealistisch sind, stand heute, aber trotzdem wurde soeben von Ihnen, Herr Roloff von der SPD, noch einmal dieses Ziel bekräftigt. Und alleine dieser Tatbestand zeigt, wie unrealistisch und fernab jeglicher Praxistauglichkeit diese Regierung tagtäglich auch arbeitet. Und deshalb müssen wir diesen Unfug stoppen, sehr geehrte Damen und Herren. In der Realität sieht es ja ganz anders aus. 1,5 Millionen rein elektrisch betriebene Autos sind aktuell zugelassen. Und zur Realität gehört eben auch, dass dieses soeben angesprochene Ziel sicher nicht erreicht werden kann. Und in der Realität ist es auch so, dass Automobilhersteller wie VW Warnsignale, Hilferufe auch von sich geben. Sie seien nicht mehr konkurrenzfähig. Und wir setzen hier die Wirtschaft und viele wertvolle und wichtige Arbeitsplätze für unser Land auf das Spiel. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden wir als Unionsfraktion definitiv nicht mitmachen. Fakt ist nämlich auch, dass die CO2-Einsparziele im Verkehrssektor nicht alleine mit E-Autos erreicht werden können. Und es wurde soeben angesprochen, dass in vielen Jahren noch 40 Millionen oder mehr Verbrennungsmotoren auf den Straßen in Deutschland unterwegs sein werden. Und dafür brauchen wir eine Lösung, insbesondere wenn es doch um das Ziel der Klimaneutralität geht, um Klimaschutzziele. Und hier brauchen wir eben auch alternative Kraftstoffe. Wir müssen jetzt die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür setzen. Jetzt einen Markthochlauf ermöglichen, aber auch Kooperationen mit Drittländern eingehen. Sicherlich können wir die Bedarfe nicht alleine in unserem Land abbilden und entsprechend Innovationen und auch eine Entwicklung zulassen, weil wir auch die E-Fuels natürlich brauchen für den Schwerlastverkehr, aber auch für den Luftverkehr. Das wurde heute angesprochen, aber jetzt ist es an der Zeit, die Rahmenbedingungen zu setzen. Wir brauchen echte Technologieoffenheit, wir brauchen alle Möglichkeiten, die es gibt, und dafür
dafür steht unsere Wirtschaft, stehen Unternehmerinnen und Unternehmer mit neuen Technologien. Und wir als Politik müssen sie einfach nur zulassen, fernab jeglicher Ideologie, einfach die Realitäten in den Blick nehmen, auch die Realitäten in der Bürgerschaft, in der Wirtschaft. Denn wir brauchen Mobilität für alle, auch für die Menschen in ländlichen Räumen mit unterschiedlichsten Antriebstechnologien. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir fordern Sie auf, hier entsprechend auch die Weichen zu stellen und die Rahmenbedingungen heute dafür zu setzen. Herzlichen Dank. Dunja Kreiser für die SPD-Fraktion hat nun das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden hier heute über einen Antrag zur Weiterbetrieb von Verbrennern und natürlich von dem Treibstoff E-Fuels. Ein Treibstoff, der bei weitem noch nicht für Verbraucher leistbar ist. Der Preis wird auf jeden Fall bei 4,50 Euro landen, sowas in dem Dreh. Und das unabhängig von Steuern, nämlich aufgrund der Produktion. Während der Wasserstoff in anderen Bereichen benötigt wird, von Wilhelmshaven, liebe Siemche, nach Salzgitter, um grünen Stahl zu produzieren, um unsere Standorte, unsere Industriestandorte in Deutschland zu sichern. Dann fangen Sie an, Sie wollen hier Treibhausminderungsquoten einführen, ambitionierte Maßnahmen erwähnen Sie in Ihrem Antrag. Und das finde ich schon ganz schön krass, wenn Sie gleichzeitig mit der Klage zum Haushalt unseren Klimatransformationsfonds kapern. Aber wir haben ja heute ganz klar gesagt, dass wir mit diesem Nachtragshaushalt natürlich unsere Innovation und das Vorankommen der Industrie und natürlich auch die Mobilität nach vorne bringen und genau die Transformationsmaßnahmen auch weiter stärken. Sie reden hier von Kaufprämien, haben aber ganz klar den Haushalt angegriffen mit Ihrer Klage und wollen vor allen Dingen auch gar keine Förderung mehr. Das sagen Sie, aber in Ihrem Antrag fangen Sie wieder davon an. Das versteht im Prinzip überhaupt gar kein Mensch. Des Weiteren ist es ja noch mal paradoxer. Sie reden zum einen vom Verbrenner und fangen dann mit Elektromobilität gleichzeitig an zu mischen. Nein, das ist auch kein Widerspruch, aber die Industrie braucht einfach Verlässlichkeit. Dann reden Sie hier auch noch davon, dass die LKWs zum Beispiel in anderen Ländern eine andere Ausrichtung haben. Reden Sie doch mal mit der Industrie. Mein Kollege hatte schon gesagt, wir haben die Big Fives in meinem Wahlkreis. Wir haben VW, wir haben MAN. MAN bewirbt sich gerade auf ein Batteriepackzellwerk, um die Elektromobilität gerade im Truckbereich nach vorne zu bekommen. Traton hat sich darauf eingestellt, das umzusetzen. Wir haben vor allen Dingen gestern Abend einen Abend der Region gehabt, der Region Braunschweig, die schlauste übrigens in Deutschland, ist nachgewiesen. Dort ging es auch um Mobilität. Aber was heißt da Mobilität? Sondern es geht darum, natürlich die Mobilität so auszurichten, klare Wege für Elektromobilität, Ladesäulen, autonomes Fahren, Sektorkopplung, den Verbraucher ins Auge zu nehmen, um auch transparenter zu sein. Das ist in Ihrem Antrag leider überhaupt gar nicht zu sehen. Wir auf jeden Fall machen uns Gedanken darüber, wie es in Deutschland weitergeht. Wir setzen den richtigen Weg. Die Industrie braucht Verlässlichkeit. Reden Sie mit der Industrie, vor allem mit den Betriebsräten, die sich für jede einzelne Stelle bei uns einsetzen, in Verbindung mit den Konzernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Björn Simon von der Unionsfraktion hat jetzt das Wort. Richtig, genau. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sind ja fast am Ende dieser Debatte um Verkehrspolitik mit Realitätssinn, wie es Minister Wissing vermutlich nennen würde. Und wenn man den Rednern der Koalition zugehört hat, merkt man, dass sie wirklich glauben, dass sie hier Fortschritt entwickeln. Fakt ist aber, bereits am 3. März dieses Jahres, vor bald 9 Monaten, hat mein Kollege Ulrich Lange vor diesem Platz hier im Rahmen der damaligen Debatte um bezahlbare und klimafreundliche Mobilität festgestellt, dass der Verkehrsminister eben nicht der Vorkämpfer für klimafreundliche Mobilität ist, als den Sie als Ampel ihn immer verkaufen wollen. Hören Sie mal nach. Und im September, also ein halbes Jahr später, musste Ihnen mein Kollege Christoph Ploss, der eben auch schon gesprochen hat, bei der Debatte um klimafreundliche Mobilität ankündigen, dass wir Ihnen in den kommenden Wochen Druck machen würden.
dass E-Fuels und die dazugehörigen Verbrennungsmotoren in Zukunft genutzt werden dürfen. Und genau dafür steht unser hier vorliegender Antrag. Die Bundesregierung muss hier endlich aktiv werden. Und da hilft eine lose Vereinbarung nicht zu einer Fahrzeugkategorie mit dem schönen Titel E-Fuels Only. Das ist schlicht ungenügend, solange sie nicht rechtlich bindend festgeschrieben werden. Was die deutschen Verbraucher, Arbeitnehmer sowie Automobil- und Zulieferindustrie brauchen, sind eben keine losen Vereinbarungen, sondern verlässliche gesetzliche Grundzusagen und, Überraschung, Planungssicherheit. Diese Planungssicherheit wird nämlich nur im Mobilitätsbereich, nicht nur im Mobilitätsbereich schmerzlich vermisst. Bei der Gastronomie, über die wir reden, Stichwort Mehrwertsteuer, bundesweit bei den Kitas, Sprachkitas, bei sozialen Trägern in den Kommunen, Stichwort Finanzierung von Bundesprogrammen, bei der Bevölkerung allgemein, Stichwort Heiz-, Energiekosten, die geplante Rationierung von Strom und bis heute bei einer unserer Kernindustrien, über die wir heute hier sprechen, Automobilbranche. Und stellen Sie diese Planungsunsicherheit bitte schnellstens ab. Und man darf ja wirklich bezweifeln, aber sollten Sie unseren Antrag überhaupt gelesen haben, werden Sie hoffentlich festgestellt haben, dass wir neben dem verbindlichen Regelwerk, das ich angesprochen habe, die Bundesregierung auffordern, sich ambitioniert für Projekte und Entwicklung, zur Entwicklung und Herstellung von klimafreundlichen Kraftstoffen in EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten einzusetzen, um endlich für einen zeitnahen Markthochlauf synthetischer Kraftstoffe zu sorgen. Wir brauchen diesen Markthochlauf, damit wir synthetische Kraftstoffe verkehrsregelübergreifend einsetzen können. Aber das wollen Sie von den Grünen ja nicht. Sie arbeiten ja sogar dagegen, aktiv. Sie reden beispielsweise lieber über eine nationale Kerosinsteuer, mit der Sie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrtindustrie weiter unter Druck setzen würden, anstatt für verlässliche Rahmenbedingungen und Investitionsanreize zu sorgen. Die SPD guckt Ihnen dabei zu, macht interessante Kommentare, und die FDP hat ihren Minister nicht im Griff. Bundesverkehrsminister Wissing, Sie müssen jetzt Farbe bekennen. Sie müssen Ihr Versprechen einlösen und gegen ein Verbot des klimafreundlichen Verbrennungsmotors kämpfen, in der Regierung, in der Koalition und natürlich auch in Brüssel. Wir unterstützen Sie gerne dabei, liebe Ampel, mit unserem Antrag, und darüber werden wir im Ausschuss sprechen. Herzlichen Dank. Das hat hier nochmal Björn Simon für die Union klargestellt. Insgesamt formuliert die Unionsfraktion 11 Forderungen hier in diesem Antrag. Das Ziel müsse übergeordnet sein, nicht durch Verbote oder einseitige Besteuerung, Förderkulissen oder Kaufprämien einige wenige Antriebssysteme aus politischen Gründen gegenüber anderen zu bevorteilen. Ja, wir diskutieren jetzt wieder über E-Fuels, aufgebracht von der Unionsfraktion. Und ich finde, wenn wir uns die Probleme in diesem Land angucken, dann finde ich diese Debatte etwas sehr skurril. Es wird zwar von Technologieoffenheit geredet, aber Sie reden zu 90% über E-Fuels. Wie offen sind Sie eigentlich? Und ich glaube, in der Politik brauchen wir auch, wenn es gerade um schwierige technische Prozesse geht, auch so einen sogenannten Lernkurveneffekt. Ich weiß nicht, einige von Ihnen haben BWL studiert, deshalb wissen Sie eigentlich, was das ist. Und irgendwie erscheint mir das bei Ihrem Antrag tatsächlich nicht gegeben zu sein. Und ich will vielleicht mal aufführen, dass wir als Sozialdemokraten auch ganz stolz darauf sind, wie die Entwicklung der Mobilität in Deutschland gewesen ist. Das haben viele Gewerkschafter erkannt, die Kollegen in VW erkämpft, und wir haben eine Erfolgsgeschichte mit dem Verbrenner erreicht. Wir haben es erreicht, dass einfache Menschen sich Autos leisten können, mobil sein können, wie nie. Aber das hatte leider auch seine Nebenwirkungen. Wir haben den menschengemachten Klimawandel. Und das Auto ist einer der Hauptemittenten. Wir haben ungefähr 48 Millionen PKWs, die um und bei 100 Millionen Tonnen CO2 emittieren. Und wir stehen vor der gewaltigen Aufgabe, und da hat die Union mitgemacht mit einem Klimaschutzgesetz, das zu reduzieren. Bis 2030 um fast die Hälfte, bis 2045 ganz. Und da müssen wir die Technologie nehmen, die am effizientesten, am sozial gerechtesten ist, und die dann am Ende auch funktionieren. Und dann müssen Sie natürlich mal genau gucken und so sagen, wie das der Fall ist. Und das haben viele unserer Redner der Ampelkoalition auch gesagt. Bei den E-Fuels haben wir eine physikalische Grenze, das sagen uns Wissenschaftler.
Wir müssen 7-mal mehr Energie aufwenden, um 1 Liter E-Fuels zu produzieren, als wenn wir dann sozusagen mit dem E-Auto unterwegs sind. Und das ist ein riesengroßer Wettbewerbsnachteil. Da kann ich natürlich noch so viel Fördergelder reinstecken, das werde ich am Ende nie loswerden. Und insofern, glaube ich, müssen wir da mit etwas mehr Realitätssinn reingehen. Und einen anderen Bereich, wo ich denke, naja, Emissionshandel, und dann sagen Sie, okay, unsere Reduktionsziele haben wir uns vereinbart, aber dann nehmen wir dann die E-Fuels aus dem Ausland, aber die kriegen dann die Reduktion sozusagen angerechnet und wir nicht. Das wäre ein Nullsummenspiel, das wäre auch nicht besonders gut, um unsere Klimaschutzziele an dieser Stelle zu erreichen. Und ich will vielleicht noch mal am Ende noch mal deutlich machen, worum es uns als Sozialdemokraten geht. Es wäre besser gewesen, wenn wir jetzt diese Stunde genutzt hätten, um zu ringen, wie wir jetzt den Klima- und Transformationsfonds auf eine vernünftige Basis kriegen, damit die Menschen im Lande Planungssicherheit bekommen. Das wäre wirklich wichtig gewesen. Denn uns als Sozialdemokraten sind 3 Punkte bei dieser Transformation wichtig. Dass die Menschen gute Arbeitsplätze haben, dass wir dabei Industrieland bleiben, dass wir in der Innovation vorne sind. Das Zweite ist, wir wollen eine Mobilität für alle Menschen haben. Und wir wollen eine Mobilität so haben, die nicht nur aufs Auto konzentriert ist, sondern ebenso aufs Fahrrad, auf einen modernen ÖPNV und natürlich auch auf Fußwege, die gut und sicher sind, auch wenn wir jetzt ein bisschen Schnee haben. Und der dritte Punkt ist der, wir wollen die Klimaziele einhalten, so ambitioniert wir uns sie vorgenommen haben. Und wir hoffen auch darauf, dass eine Unionsfraktion irgendwann einmal ein Einsehen hat, dass sie mit uns rennt und nicht gegen uns rennt. Das wäre sehr nett. Danke. Ja, sagt Matthias Stein, SPD, zum Ende dieser Debatte. Grundlage war ein Antrag der Unionsfraktion. Der wird jetzt erstmal in die Ausschüsse überwiesen. Das Thema bleibt natürlich aktuell.